dann fahren wir hier mal eine kleine Testrunde. Genau, jetzt fahren wir hier nochmal eine ganz kleine Runde mit dem Puma. Ihr werdet den Unterschied natürlich ganz klar sehen zu dem Optum, dass insbesondere hier die Armlehne und auch das Bediensystem quasi noch das bisherige ist. Aber erstens, also von außen optisch sieht die Maschine natürlich auch super modern aus, auch schon mit der neuen Motorhaube. Und zweitens, was mich sehr beeindruckt, ist tatsächlich doch das Thema auch Geräuschdämmung und Fahrkomfort. Also der Schlepper fährt sich enorm, ja, sanft, ist sehr, sehr leise. Das, man hört hier auch eigentlich hauptsächlich die Gebläseeinstellung von der Klimaanlage. Das gefällt mir schon gut. Natürlich kann man jetzt sagen, dass das, wie gesagt, nicht in diesem Bereich hier nicht ganz den Luxus und die Qualität des neuen Bediensystems aufnimmt. Aber insgesamt muss man echt sagen, macht das was her schon, also vom Fahrverhalten. Da wiederhole ich mein Votum, was ich auch schon zu den Optum gesagt habe, dass ja, das Thema Fahrkomfort und Geräuschdämmung, also das, was man wirklich erlebt, wenn man jeden Tag, den ganzen Tag auf dieser Maschine sitzt, Case sich tatsächlich da in einen sehr interessanten Bereich gearbeitet hat und aus meiner Sicht wirklich ja, in eher die Richtung von Fendt geht, als den anderen Marken, die es da gibt. Also von daher schon nicht uninteressant. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, eigentlich auch mit so einem Puma hier jeden Tag zu arbeiten. Und hier sind sicherlich auch mehr Bedienvarianten drin, als das, was ich den ganzen Tag überhaupt ausnutzen könnte. Ja, von daher auch hier nochmal eine coole Möglichkeit, den Schlepper zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nochmal den Fahrbereich hochstellen kann. Genau. Nochmal auf 50. Das hatte ich jetzt hier gar nicht. Ich habe jetzt hier nochmal die Geschwindigkeit, also im Fahrbereich nochmal gewesen. Geschwindigkeit nochmal auf 53 hochgestellt. Dann können wir nochmal so ein bisschen ballern hier. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, was her. So, einmal geschwind umgedreht. Hoffentlich kommt hier keiner. Oh, warte mal. Nee. Können wir hier mal in die Einfahrt reinfahren. Kommt nämlich noch jemand. So, hier haben wir auch die wunderschöne Heckkamera, die gerade angegangen ist beim Rückwärtsfahren. Und jetzt ballern wir hier nochmal los. 53 Höchstgeschwindigkeit ist eingestellt. Und jetzt surrt der so dahin. 40, 45. Und hat er jetzt knapp 50. Ich glaube, die stärkste Beschleunigungsstufe ist noch nicht mal eingestellt. Oder irgendwie meine Drehzahl, die ich hier, sage ich mal, maximal geben kann, habe ich irgendwie auf 1300 Touren oder irgendwie sowas eingestellt. Aber das ist schon trotzdem eine adäquate Beschleunigung, hat Dampf, macht Spaß, die Kiste. Auch wenn das jetzt hier nur ein Kurzvideo wird, wollte ich euch das trotzdem nicht vorenthalten, wenn wir die Möglichkeit schon haben, uns diese Maschine hier alle anzugucken. Also wie gesagt, wir haben nochmal Glück mit dem Wetter. Es hat zwar gestern Abend ziemlich dolle geregnet und wir können jetzt nicht überall auf alle Flächen drauf fahren, aber die Jungs hier sind trotzdem noch unterwegs und haben auf einer Fläche, wo der Boden ein bisschen leichter ist, tatsächlich die Möglichkeit, nochmal Bodenbearbeitung zu machen. Ja, und wir genießen jetzt hier zumindest nochmal ganz kurz den Puma ohne Anbaugerät. Und werden den jetzt tatsächlich verladen. Ja, hier sind die unterwegs, falls ihr das seht. Da hinten ist ein Optum 300, hier ist ein Optum 300 mit der Scheibenegge und dem Grubber, dem Horschgrubber. Und dann schauen wir mal. Hier nämlich noch mal auf den Acker, nehme ich euch noch mal ein bisschen mit. Hier haben sie auch schon im Fahrsilo einen zweiten verladen, einen zweiten Puma. Und wir gucken jetzt hier nämlich mal raus. Fahren jetzt nicht mit dem Schlepper auf den Acker, das muss nicht sein, aber gucken hier mal ein bisschen um die Ecke. Können wir noch mal ein paar Aufnahmen vom Optum machen. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Auch mal hier so ein kleiner Quick Let's Drive mit dem Puma.
Und müssen wir uns wahrscheinlich nochmal irgendwann in Ruhe angucken. Oh, das ist auch nicht ganz uninteressant, hier für Frontlader arbeiten. Und den tatsächlich dann auch nochmal in Action zeigen. Aber die Maschine wird jetzt leider abgeholt. Naja, sonst sehen wir uns wie üblich im nächsten Video. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Puma in Betrieb habt. Ob es jemanden schon gibt, der den neuen Puma auch fährt. Also dieses Modell. Das müsste ja irgendwie seit 2019, müsste es den, glaube ich, geben. Oder 2020, letztem Jahr. Und ich gehe jetzt mal raus und mache nochmal ein paar schöne Bilder vom 300er Optum.